Hallo ihr Lieben, ich bin Sandra, Gründerin von Piepfein, Grafikerin und Illustratorin und mein heutiges Video widme ich dem Thema Farben. Das ist so ausladend komplex und groß, dass ich das wirklich nur an der Oberfläche ankratzen werde und zwar mit den für uns beim Malen relevanten Fakten. Heute schauen wir uns das Thema Farbmischungen und die zwei wohl bekanntesten Farbenlehren an. Und in einem zweiten Teil werde ich dann das Thema Farbharmonien angehen. Ich kann euch nicht versprechen, ob es nächste Woche wird, weil in meinem Kopf so viele schöne andere Ideen sind. Und diese Themen sind auch eher trocken und auch gar nicht mal so unaufwendig zu bearbeiten. Zu Beginn durchlaufen wir einen theoretischen Teil, wo nichts ablenken soll. Also bis auf eine Ausnahme, keine random Videos, wie ich irgendwas zeichne, nur damit es unterhaltsamer wird. Sondern ich möchte euch wirklich erklären, wie Farbenmischen funktioniert, welche Grundfarben unverzichtbar sind und euch nicht mit irgendwas ablenken. Zunächst bespreche ich mit euch die Farbenmischungen und danach die wahrscheinlich zwei größten Farbenlehren, und zwar den Farbkreis von Itten und den Farbkreis von Küppers. Außerdem erkläre ich euch, warum der Farbkreis von Itten generell überholt ist und warum es so frustrierend ist, wenn man den trotzdem noch beigebracht bekommt. Ich habe ihn sogar letztens in einer Art Class gesehen und wie der Künstler verzweifelt versucht hat, Farben zu mischen, die man mit diesem Farbkreis eigentlich gar nicht mischen kann. Nach der ganzen Theorie schauen wir uns das aber auch mal in der Praxis an. Ich teste mit euch einen Wasserfarbkasten. Das sind die Deckfarben, mit denen wir vor allem in der Grundschule, aber auch oft in der weiterführenden Schule noch im Kunstunterricht arbeiten. Da sind die wesentlichen Grundfarben auch enthalten. Und ob ich daraus alle Farben mischen kann und welche Farben noch so im Farbkasten sind, das prüfe ich mit euch an einem vereinfachten Farbkreis. Und wenn ihr euch auch nach der Praxis noch nicht ganz erholt habt und euer Gehirn einfach mal Pause braucht, ist nicht schlimm. Ich packe euch noch ein random Video von mir hinten dran. Da geht es nicht um die Mischung von Farben, da geht es einfach darum, dass ihr mal kurz runterkommen könnt, wenn ihr wollt. Und auch wenn der Großteil ein theoretisches Lernvideo ist, wünsche ich euch viel Spaß und ich sag, los geht's! Warum ist Farbenlehre eigentlich so wichtig? Nun, wenn wir mit Farbe arbeiten, ist es gut zu wissen, welche Farben man wie mischen kann und welche Farben sich nicht mischen lassen, also welche Farben wir auf jeden Fall brauchen. Im zweiten Schritt ist es wichtig zu wissen, welche Farben gut miteinander harmonieren. In meinem letzten Video habe ich das schon einmal mit einem Beispiel angerissen, da die beiden Themen Farbenlehre und Farbharmonie aber so groß sind, werde ich die beiden Themen in zwei Teile splitten und widme mich heute der Farbenlehre. Zunächst einmal gibt es zwei Arten der Farbmischung. Da wäre die additive Farbmischung und die subtraktive Farbmischung. Das ist ein ganz eigenes Thema, was sehr umfangreich ist, was ich aber ganz kurz anreißen möchte, weil es wichtig ist und einfach dazugehört. Zum einen haben wir also die additive Farbmischung, die arbeitet mit Lichtfarben oder auch Spektralfarben genannt und kommt eigentlich überall da zum Einsatz, wo mit Licht Farbe erzeugt wird. Das passiert in eurem Auge, wenn durch eure Netzhaut auf eure Zäpfchen Licht trifft und ihr die Farbe wahrnimmt. Und das passiert auch auf allen Bildschirmen, also bei eurem Handys oder auf dem Fernseher. Daneben gibt es noch die subtraktive Farbmischung und die ist für mich als Grafikerin elementar, denn alle Druckmedien werden in CMYK, das erkläre ich euch gleich, also in der subtraktiven Farbmischung hergestellt. Und das ist auch wichtig für uns, wenn wir Farben mischen wollen. Kommen wir zu den Primärfarben. Das sind pro Farbmischung jeweils drei Farben, die sich aus anderen Farben so nicht mischen lassen. Bei der additiven Farbmischung sprechen wir von RGB. Das steht für Rot, Grün und Blau. Bei der subtraktiven Farbmischung arbeiten wir mit CMYK. Das steht für Cyan, Magenta, Yellow, also Gelb zu Deutsch, und K steht dann für Black oder Contrast.
Wenn wir alle drei Grundfarben mit gleichen Teilen mischen, erhalten wir zwar ein Schwarz, welches aber relativ blass ist und ein Druckbild nicht so kontrastreich aussehen lässt, weshalb wir in den Druckmedien und auch in unserer Kunst nicht auf Schwarz als Farbe verzichten sollten. Kommen wir zu den Sekundärfarben. Das sind die Farben, die entstehen, wenn wir zwei Primärfarben zu gleichen Teilen miteinander mischen. Und fällt euch was auf? In der additiven Farbmischung addieren wir die Farben letzten Endes zu Weiß und die Sekundärfarben der additiven Farbmischung sind die Primärfarben der subtraktiven Farbmischung. Und genauso ist es andersrum. Bei der subtraktiven Farbmischung sind die Sekundärfarben identisch mit den Primärfarben der additiven Farbmischung. Hiermit beende ich das Kapitel also auch. Während sich bei der additiven Farbmischung alle Farben zu Weiß addieren, schichten sich bei der subtraktiven Farbmischung alle Farben zu Schwarz. Wir starten mit dem Farbkreis nach Itten. Der ist inzwischen veraltet, aber man lernt den in der Schule immer noch und Lamy wirbt sogar damit. Itten ging davon aus, dass man aus den Grundfarben Gelb, Rot und Blau alle Farben mischen kann. Und hiermit unterstelle ich ihm, dass er das wohl selbst nie ausprobiert hat. Ich erinnere mich an tragische Momente in meiner Kindheit, wenn ich in der Grundschule versucht habe, aus Rot und Blau ein schönes Violett zu mischen. Ferner sagt er, dass wir die Sekundärfarben Grün, Orange und Violett mischen können, indem wir die Primärfarben zu je 50% miteinander mischen. Und die Tertiärfarben können wir mischen, indem wir die Primärfarben zu jeweils 75% und 25% miteinander mischen. Blöd nur, wenn die Mischfarben plötzlich heller werden als die eigentlichen Ursprungsfarben, mit denen sie gemischt werden. Das funktioniert nämlich nur mit der Zugabe von Weiß und Weiß kommt in Ittens Farbkreis nicht vor. Aber lassen wir den Farbkreis vom Itten jetzt hinter uns, denn jetzt schauen wir uns an, wie man wirklich Farben mischt. Harald Küppers war ein Pionier seiner Zeit und so wie er Kritik an dem Farbkreis von Itten ausgeübt hat, so gibt es natürlich auch Kritiker, die seinen Farbkreis kritisieren. Allerdings muss ich sagen, dass dieser Farbkreis sich sehr gut in Kunst und in Drucktechnik anwenden lässt, weshalb ich ihn guten Gewissens vorstellen werde. In erster Instanz geht Küppers von 8 Farben aus. Wir beginnen hier mal mit Cyan, Magenta und Gelb, weil das auch die Primärfarben der subtraktiven Farbmischung sind. Ferner beschreibt Küppers die Farben Violett-Blau, Orange-Rot und Grün auch als Grundfarben und sagt, dass diese Farben nicht gemischt werden können, weshalb sie auch als Primärfarben in seinem Farbkreis vorkommen. Das hat sich aber weder in der Druckbranche noch in der Kunst durchgesetzt und auch ich bin der Meinung, dass wir, wenn wir müssen, auf diese Farben verzichten können, weil wir sie eben doch mischen können. Während der Farbkreis von Itten bei den Tertiärfarben aufhört, hier mal für Küppers angewendet, hat der Farbkreis von Küppers noch eine weitere Segmentierung, welche sich auch durch Mischen der Primärfarben in unterschiedlichsten Mengenverhältnissen herstellen lassen. Küppers spricht ja von 8 Grundfarben, die 6 bunten haben wir auch schon, es gibt noch 2 unbunte, nämlich Schwarz und Weiß. Und diese Farben sind essentiell, wenn es um die Farbmischung geht. Denn in den Farbkreisen beschäftigen wir uns zunächst mit der reinen Farbe, berücksichtigen aber weder den Sättigungsgrad noch den Helligkeitsgrad. Und den können wir mit der Zugabe oder Abnahme von Schwarz und Weiß steuern. Dafür verlassen wir den Farbkreis von Küppers und schauen uns das Ganze mal im Color Wheel von Procreate an. Das zeigt uns erstmal jede mögliche Farbe in voller Sättigung. Und sobald ich eine Farbe auswähle, sehe ich im Inneren des Farbrades die Möglichkeiten, wie diese Farbe dargestellt werden kann. Und zwar können wir sie in der Helligkeit beeinflussen, indem wir sie ganz hell bis zum Weiß mischen oder ganz dunkel bis hin zum Schwarz.
Und unter Sättigung verstehen wir, dass wir der Farbe quasi Leuchtkraft entziehen können, ohne dabei die Helligkeit zu beeinflussen. Wir landen also bei Grau. Mit diesem kleinen Essay habe ich das Thema Farbenlehre wirklich nur an der Oberfläche angekratzt, aber das Wesentliche ist gesagt. Und jetzt wollen wir doch lieber mal im Praxistest schauen, wie gut wir mit Wasserfarben so einen Farbkreis nachahmen können. Fakt ist, dass ich einen Wasserfarbkasten ja, vielleicht das letzte Mal vor 20 Jahren in der Hand hatte und die Arbeit damit nie so mochte. Jeder gängige Deckfarbkasten hat auch die Grundfarben Cyan, Magenta und Gelb, weshalb ich hiermit gestartet bin. Als erstes versuche ich mal in Schwarz zu mischen. Das ist in der Praxis nicht so einfach wie in der Theorie. Die Theorie besagt 33,3 Periode, 3% von jeder Primärfarbe ergibt Schwarz. Das in der Praxis aber so genau umzusetzen, ist gar nicht mal so einfach. Und obwohl ich das Schwarz ganz okay hinbekommen habe, werdet ihr sehen, warum wir ein reines Schwarz als zusätzliche Farbe brauchen, denn dieses Mischschwarz wird einfach nicht so dunkel, wie wir es manchmal brauchen. Kommen wir zu den Sekundärfarben. Die werden ja, wie gesagt, zu jeweils 50% aus zwei Primärfarben gemischt. Das Grün mischen wir aus der Hälfte Gelb und der Hälfte Cyan. Rot mischen wir aus Hälfte Gelb und Hälfte Magenta. Und Blau mischen wir aus Hälfte Magenta und Hälfte Cyan. Und nun kommen wir zu den Tertiärfarben. Die mische ich ähnlich, nur in einem anderen Verhältnis. Bei dem Gelbgrün nehme ich zum Beispiel 3/4 Gelb und nur 1/4 Cyan. Bei dem Blaugrün ist es dann genau andersrum. Da nehme ich ein 3/4 Teil Cyan und nur 1/4 Gelb. Farbwahrnehmung ist eh relativ. Für den einen Menschen ist zum Beispiel ein Gelbgrün eher ein Gelb, für den anderen Menschen ist es eher ein Grün und für einen anderen Menschen ist es genau der Wert dazwischen, also ein Gelbgrün. Außerdem wollen wir beim Malen ja auch nicht zu mathematisch werden. Wenn wir Farben mischen, müssen wir natürlich wissen, woraus sie gemischt werden, aber letzten Endes entscheiden wir und unser Auge, welche Farbnuance wir wo wie einsetzen wollen. So, ein Deckkasten hat in der Regel 12 Farben plus Deckweiß. Wir haben aktuell ja erst 3 plus die Farbe Schwarz, also 4 getestet. Bleiben noch 8 übrig und jetzt möchte ich mal schauen, inwieweit wir die eigentlich überhaupt brauchen oder ob es sogar vielleicht bei der einen oder anderen Farbe wichtig ist, dass wir sie haben, weil wir sie durch Mischen so brillant und leuchtend gar nicht hinbekommen. Während das selbstgemischte Violett noch ganz gut abschneidet, sehen wir beim Orange schon Unterschiede. Das selbstgemischte Orange ist etwas dreckiger als die Deckfarbe Orange an sich. Beim Rot und beim Blau wird hier bei den Deckfarben besonders deutlich, dass diese Farben im Farbkasten nicht fehlen dürfen, denn die sind viel leuchtender und brillanter als unsere gemischten Farben. Da hat Küppers wohl doch recht, wenn er sagt, dass Rot, Grün und Blau auch weitere Grundfarben sind, oder? Was meint ihr? Die Wahl der Grüntöne in den Deckfarben habe ich ehrlich gesagt noch nie verstanden. Das erste Grün, was ich hier wähle, ist das Hellgrün und es ist sehr kühl und ja, fast schon neonfarbend. Aber im Vergleich mit den Mischtönen, die wir aus Cyan und Gelb erzeugen können, ist das eine sehr schöne Ergänzung. Das Dunkelgrün vom Farbkasten liegt ziemlich nah zwischen meinem gemischten Grün und meinem gemischten Blaugrün. Ich denke, das hätte ich auch noch selber mischen können. Im Farbkasten hätte ich mir ein anderes Dunkelgrün gewünscht, ein saftigeres, ein nicht zu kühles. Aber okay, das können wir ja auch ganz gut selber mischen, haben wir gesehen. Trotzdem haben es mir die grünen Swatches angetan und ich musste nochmal testen, wie es sich verhält, wenn ich die beiden fertigen Grüntöne miteinander zu ungefähr 50% mische und auch das Ergebnis kann sich sehen lassen, wie ich finde. Kommen wir nun zu den Brauntönen. Mit Ockergelb und Sienna gebrannt wird uns eine sehr warme Farbpalette vorgegeben. Ich hätte mir gewünscht, dass ein Braunton auch etwas kühler dabei ist, weil das Ockergelb, wie gesagt, sehr gelblastig ist und das Sienna gebrannt sehr rotlastig. Das heißt, wenn ihr braune Haare malen wollt oder auch einen Baumstamm,
würde ich euch empfehlen, diese Farben nicht so aus dem Farbkasten zu verwenden, sondern die mit Blau oder gegebenenfalls auch einen Tick Schwarz oder Violett abzumischen. Das Deckweiß habe ich bewusst außen vor gelassen. Das könnt ihr nutzen, um eure Farben aufzuhellen. Dafür könnt ihr allerdings auch Wasser nehmen. Wenn ihr Farbe sehr dünn, also mit viel Wasser auftragt, dann wird die lasierend aufgetragen. Und wenn ihr sie stark mit Deckweiß mischt, dann habt ihr immer noch einen deckenden Farbauftrag. Das ist so der Unterschied. Bei mir in der Schule wurde Deckweiß immer verboten. Ich hoffe, bei euch wird es nicht verboten oder wurde es nicht verboten. Denn ich finde das ganz wichtig, wenn wir mit Deckfarben arbeiten. Jetzt könnt ihr mir einfach beim Malen zuschauen und eure Köpfe freikriegen. Und ja, die Notiz da oben, das heißt nicht Garlic Phone, sondern Gartic Phone. Und ich habe ganz vergessen, dass ich das mal mit meinen Freunden spielen wollte. Das war's auch schon wieder und ich sag wie immer danke, 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 dass ihr eingeschaltet habt. Und wenn euch die Köpfe nicht zu sehr rauchen und euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Däumchen nach oben freuen. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann dürft ihr das gerne nachholen und drückt doch dann gleich das Glöckchen. Dann verpasst ihr nämlich auch kein Video mehr von mir. In naher Zukunft wird es ja ein Video zum Thema Farbharmonien geben. Da werde ich dann mit euch besprechen, wie die einzelnen Farben, die wir heute auseinandergepflückt haben, gut miteinander matchen und wie wir ein Bild somit noch interessanter machen können. Aber sonst gibt es ja alles rund ums Thema Malen. Ihr könnt einfach ein entspanntes Draw with me genießen und ab und zu mit den Tutorials vielleicht auch noch was Neues lernen. Bei mir gibt es jede Woche Freitag ein neues Video und wenn euch das nicht reicht, dann schaut doch mal bei Instagram vorbei. Da gibt es jeden Tag ein neues Bild für euch. Ansonsten würde ich sagen, schnappt euch ein Eis, kühlt eure Köpfe. Ich wünsche euch eine super Woche und wenn ihr mögt, sehen wir uns nächste Woche Freitag zu einem neuen Video. Also, ciao und bye!